Vater Grad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Draußen ist es neblig, es wird langsam dunkel. Drinnen sitze ich, eingekuschelt in einer Decke mit einer Tasse Tee und einem guten Buch. Da fehlen nur noch ein paar Kerzen und die Stimmung ist perfekt. Ganz ehrlich, Kerzenschein trägt mich durch die kalte Jahreszeit und die eben beschriebene Situation passiert ungefähr jeden Abend. Kerzen verändern für mich einfach die Atmosphäre in einem Raum. Sie sorgen für Gemütlichkeit, sie machen mich zufriedener und ein bisschen optimistischer. Hoi zusammen und willkommen zu einer neuen Vatergrad-Podcast-Folge. Ich bin die Ines Scherberger, die Gastgeberin des Podcasts und heute auch in einem sehr gemütlichen Raum, nämlich bei der Kerzenmanufaktur Hongler in Altstetten in ihrem Kaffee. Wir sind hier im Rheintal und hier ist die älteste Kerzenmanufaktur in der Schweiz. Mir gegenüber sitzen die Geschäftsführerin Elsa Ecker und ihr Sohn, der Thomas Ecker, verantwortlich für Grafik und Social Media. Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo Ines. Hallo Ines, ja, vielen Dank, dass du da auf Altstetten gekommen bist, der weite Weg, oder von St. Gallen her. Ja, genau. Ja, die Zugfahrt war ganz angenehm, eigentlich nicht so weit. Die lange Bahnhofstraße mit dem Podcast-Rucksack herzugehen, war vielleicht am anstrengendsten. Genau. Wie entsteht eigentlich eine Kerze? Wie hat sich der Familienbetrieb Hongler Kerzen in 300 Jahren verändert? Sind Bienenwachskerzen wirklich nachhaltiger als Kerzen aus Paraffin? Um diese Fragen geht's heute unter anderem und natürlich um Advent und Weihnachten. Los geht's! Wir beginnen den Podcast mit einem kleinen Spiel. Ich sage euch zwei Begriffe und ihr müsst euch ganz spontan und rasch für einen der beiden entscheiden. Sommer oder Winter? Sommer. Winter. Genau, unterschiedlich. Elsa, warum bei dir der Sommer? Oh, ich liebe den Sommer. Wir haben auf Alpflux ein Haus und da kann ich ein paar Wochen einfach die Natur genießen auf 2000 Meter. Da braucht es dann keine Kerzen. Das ist der Höhepunkt des Jahres, ja. Vielleicht, weil man dann auch weit weg ist von der Kerzenproduktion. Ja, abschalten, ja. Ja. Kommen ganz andere Gedanken auf, wenn man so in der Ruhe ist, ja. Und bei dir der Winter, warum? Also ich habe es lieber, wenn es am Abend früher dunkel wird und dann, wenn es drinnen gemütlich ist. Ich bin jetzt weniger so der Outdoor-Typ, wo viel im Sommer viel Verrussung unternimmt. Von dem her kommt man den Winter ganz gelegen, ja, dass man die Stimmung eigentlich besser passt, wenn es eindunkelt früh. Wenn es gemütlich ist. Nächste Frage, Weihnachten oder Ostern? Schwer zu entscheiden. Also Weihnachten möchte ich nicht missen, das ist schon ein Schwerpunkt im Jahr. Das möchte ich nicht missen. Und Ostern ist für uns halt so wichtig mit der Osterkerze. Für mich wäre es auch Weihnachten, halt fast durch bedingt durch da mit der Familie. Es ist Weihnachten halt immer sehr ein spezielles Fest mit den Geschenken und Kindern, die Freude haben. Christbaum, das ist schon für mich eigentlich das Fest, wo man ein bisschen mehr, wo mich mehr anspricht. Ja. Licht oder Dunkelheit? Licht. Da würde ich auch Licht sagen, ja. Tradition oder Innovation? Ich denke, Innovation braucht es heute, sonst bleibt man stumm mit nur Tradition, ja. Ich hätte jetzt auch Innovation gewählt, einfach weil es spannender ist, als immer zurückschauen, vorwärts schauen und Neues entdecken. Die Frage war ein bisschen gemein gestellt. Es gibt ein Zitat, Tradition ist nicht das Hüten der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Also dass Tradition eigentlich schon Innovation beinhaltet. Mhm. Aber ganz sicher diesen innovativen Teil braucht, sonst wird es eine tote Tradition. Ja. Aber ist ein schönes Zitat, ja, mit dem Weitergehen. Ja. Adventskranz oder Stern im Fenster? Was ist bei euch zu Hause? Eigentlich weder noch. Ich habe ganz einen bestimmten Adventskranz. Ich habe von einer Freundin einen Kranz bekommen mit Hagebutten. Und jetzt habe ich vom Lukas eine Kerze, die er mir, liebe Somi, schön verziert hat, in die Mitte gestellt.
ist ganz etwas Spezielles. Das heisst, der Enkelsohn beginnt auch schon im Betrieb. Da schon Kerzen verziert, ja. Schon viele, ja. Schön. Genau. Und bei uns steht ein Adventskranz gestern, ja. Und der macht uns Freude. Ja, meine Frau hat da mit Tannenzäpfen etwas gezaubert. Und ist, ja, schön rausgekommen. Kerzen am Christbaum oder elektrisches Licht? Schon Kerzen, klar. Aber nur an den Christbäumen, die noch nicht ausgetrocknet sind. Damit es keinen Unfall gibt. Ganz wichtig. Ja. Ist bei uns einmal auch wie ein feierlicher Moment, wenn die Kerzen angezündet würden an Weihnachten. Und ich würde es jetzt nicht missen. Ja. Feuerwerk oder Wunderkerzen? Bei uns in Österreich würde man Sterndl-Spritzer sagen dazu. Wer denn noch eigentlich? Also bei uns kommen Sternl-Spritzler. Ja, wie sagt ihr? Wunderkerzen? Wunderkerzen, genau. Kommen einfach bei Geburtstag, hauptsächlich auf der Geburtstagstorte zum Einsatz. Aber sonst Feuerwerk sind wir eigentlich auch nicht so, tun wir nicht gross anzünden. Bei mir zu Hause in der Familie, also mit meinen Eltern und meinem Bruder, gibt es eben Sterndl-Spritzer am Christbaum. Und jedes Jahr wieder die Diskussion, will man das ganze Wohnzimmer verstinken damit? Ja. Aber es schaut halt so feierlich und festlich aus. Aha, ja. Schön. Ja. Da gibt es immer Diskussionen in der Familie, jedes Jahr wieder. Wir haben da zwei Fraktionen. Wir stehen am Beginn des Advents. Was mögen Sie besonders in dieser Zeit? Ja, bei uns ist es halt schon ganz intensive Zeit mit recht viel Ansprüchen, dass wir allem gerecht werden. Also ich persönlich, mich nimmt es alles einmal voll rein mit den Aufgaben. Und ja, was jetzt sehr schön ist, sind die Orate, die frühen Gottesdienste. Das sind so ein schöne Momente im Advent. Ich kann mir vorstellen, dass in einer Kerzenmanufaktur noch richtig stressig ist im Advent. Ja, es ist, also ich bin so gefordert, ich sehe immer Aufgaben vor mir. Ja, ich tue so ein bisschen hinten nachher rum, weil die anderen nicht dazukommen, ja. Ich spüre da sicher, dass es die Zeit ist, die am schnellsten vorbeigeht. Also es ist für mich wie eine Achterbahnfahrt. Also wenn Advent losgeht, ist eigentlich gerade schon wieder Weihnachten, dass es geht. Und das ist ja vielleicht das Zeichen, dass man einerseits viel zu tun hat, aber auch, es ist auch etwas Schönes. Ja. Es geht schnell vorbei und das ist ja ein Zeichen dafür, dass man eigentlich Spass daran hat. Was tust du dann, um runterzukommen im Advent, dich zu entspannen? Ich bin nicht einmal so selber der Kerze anzünden. Also wir haben die Heim Kerze brennen, aber das ist vielleicht ein nicht bisschen... Nicht zusammen. Meine Frau, die da Kerze anzündet. Aber das ist vielleicht ähnlich wie der Konditor, der nicht selber Süßes isst. Halt, wenn man den ganzen Tag um etwas rum ist, hat man am Abend vielleicht eher mal einen Film, den ich schaue oder so, dass ich so abspanne oder abschalte. Licht spielt eine wichtige Rolle in Ihrer Firma. Im Advent grundsätzlich. Wo werden Sie auf Weihnachten vorbereiten, auf das große Fest der Christinnen und Christen? Aber auch in anderen Religionen gibt es wichtige Feste, die mit Licht zu tun haben. Chanukka im Judentum, Diwali in den Hindu-Religionen. Warum hat Licht so eine große Bedeutung für so viele Menschen? Es ist halt wirklich ein Aufheller vom Gemüt. Also gerade November, gewisse Monate die sind bedrückend für gewisse. Ich kenne jetzt jemanden, der sagt, der Monat November ist für mich der schlimmste Monat. Das Licht fehlt und dann kompensiert man es mit Licht. Mhm. Und Kerze ist eben ein lebendiges Licht. Vielleicht im Unterschied zu, weil es gibt ja auch Tageslichtlampen zum Beispiel. Mhm. Und das lebt aber nicht. Würdest ich glaub, du sagen? Die wird man vielleicht benutzen, wenn man wirklich Notstand hat oder sonst lange der Kerze, die Licht gibt. Es hat halt etwas Beruhigendes, das Flackern. Wir haben da gerade auch eine Kerze vor uns und wenn man das Licht anschaut, ist es halt wirklich lebendig und sehr warm. Ich glaube, das Feuer hat die Menschheit schon immer fasziniert. Sie sind ja schon immer ums Feuer herum gesessen, schon in Urzeiten. Trotzdem war es halt noch lebenswichtig gewesen, vermutlich, die Wärme und der Schutz vor den Tieren. Nachher ist es dann halt jetzt immer mehr zur Dekoration halt und hat aber auch gleich noch die symbolische
Bedeutung. Als Objekt ist Kerze sehr ein symbolträchtiges Objekt, das man viel hineininterpretieren kann. Gerade bei Weihnachten ist ja der Adventskranz ein gutes Beispiel, wo es eigentlich immer heller wird, je näher als Weihnachten kommt mit dem 24. Wenn sagt man ja, der Jesus ist das Licht der Welt und dass es eigentlich sehr symbolisch ist, wenn man da jede Woche ein bisschen mehr Licht anzündet. Wir haben hier echte Kerzen vor uns, mit so einem Sternmotiv. Wir hören im Hintergrund immer wieder das Knacken des Feuers. Man hat so das Gefühl, da ist was da, man ist wie nicht alleine, so blöd das jetzt vielleicht auch klingt. Ja. Eine Schwingung oder so, da kommt etwas dort mitschwingen. Ja, ganz eine schöne Atmosphäre. In diesem Winter fürchten sich viele Menschen vor einem Blackout, vor dem Stromausfall. Führt das dazu, dass sie die Menschen mehr mit Kerzen eindecken? Haben Sie die Erfahrung gemacht? Das schon, ja. Wer ist denn da gsi, wo das gerade hat? Der Herr Luginbühl. Als Notfahrrad soll man auch Kerzen kaufen. Und das hat dann eine Auswirkung, auch wirklich. Also wir haben ja jedes Jahr die Rampe, wo man sich selber bedient. Und da sind dann Kerzen auch günstiger. Und da sind wirklich die gekommen und haben Säcke mitgenommen. Wir haben dann auch gewisse Produkte sinnvoll empfohlen. Alle eignen sich ja auch nicht. Also ein Mitarbeiter, habe ich das richtig verstanden, hatte die Idee? Oder wer war das also genau? Es ist ja eigentlich offiziell, hat es geheißen, ist der Vorschlag gekommen vom Herrn Luginbühl, er ist, glaube ich, stromverantwortlich. Und in der Schweiz. Er hat ausgerufen, dass es sinnvoll wäre, den Winter Kerzen als Vorrat zu haben, weil es allenfalls zu Stromknappheit kommen kann. Und da hoffen wir ja nicht. Und dann haben wir uns einfach selber auch Gedanken dazu gemacht, da wäre eine sinnvolle Kerze, wenn jetzt wirklich mal wieder Strom ausbleiben und sind dann auf so eher kleine Kerzen gekommen, die man gut transportieren kann. Also wenn man mehr Bedarf hat, dass man mehr aufstellen kann oder dass man sie auch wieder gut verräumen kann. Und haben da einfach unsere Gedanken dazu gemacht, dass es sehen soll, nicht jetzt aus natürlicher Wachs sein, weil die würden dann nach 3 Jahren nicht mehr so gut brennen. Also es eine Paraffinkerze sollte sein, die ist sehr lange haltbar. Und wir haben einfach an dem Anfang August ist das gewesen und da haben wir wirklich sogar in unserem Online-Shop dann an dem gleichen Tag gemerkt, dass da mehr bestellt wird und insgesamt ist, glaube ich, schweizweit redet man von 40% mehr Kerzen, die bestellt worden sind da, ja. Wow, ja. Ich habe bei mir zu Hause geschaut, ob ich noch einen groß genug Vorrat an Osterkerzen habe. War erleichtert aus den vergangenen Jahren, gibt es noch Reste. Ja. Aber ich habe auch bei mir selber geschaut, hätte ich doch noch genug. Bis eine Kerze auf dem Adventskranz oder im Fenster landet, legt sie einen weiten Weg zurück. Beschreibt's doch mal, wie eine Kerze entsteht. Das wäre vielleicht einfach in der Produktion zu beschreiben. Wäre das möglich? Weil dann hat man gerade die Maschinen vor sich, wo man kann zeigen, welche Arbeitsschritte nötig sind. Auf alle Fälle. Und das kann man sich dann auf Instagram oder auf Facebook anschauen. Also alle, die jetzt zuhören und sich fragen, wie entsteht eigentlich eine Kerze, schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Fadegrad_podcast und auf Facebook heißen wir Fadegrad, auf TikTok @fadegrad_podcast. Ihr findet uns überall und dort lernt ihr dann, wie eine Kerze entsteht. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Ihr hört heute den Fadegrad-Podcast aus der Kerzenmanufaktur Hongler in Altstetten. Wir sitzen im Kaffeehaus, einem sehr gemütlichen Raum mit Lammfell, mit verschiedenen Holzarten, vielen Sternen an den Wänden, vielen Kerzen im Raum. Und da wird in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit Kaffee und Tee ausgeschenkt für alle Kundinnen und Kunden. Mir gegenüber sitzt die Geschäftsführerin Elsa Ecker und der Thomas Ecker, verantwortlich für Social Media und Grafik. Nach eigenen Angaben seid ihr die älteste Kerzenmanufaktur der Schweiz. Im Bernecker Firmenbuch scheint ihr im Jahr 1703 auf. Was waren da die größten Veränderungen seit 1703? Das ist ja eine Riesenzeitspanne.
Also ich denke, dass die Firmen wirklich einfach mit Kerzenherstellung für Kirchen angefangen hat. Und da haben wir eigentlich bis 1995 haben wir dann auch so das bewahrt und ausgebaut. Und dann ist die junge Generation gekommen und haben neue Ideen gebracht und haben auch müssen feststellen, so wie jetzt der Betrieb ist, hat er keine Zukunft. Es ist so eingegangen, so klein und bescheiden. Wir haben auch nie Werbung gemacht. Und dann haben wir uns entschlossen, als Familie den Neubau zu machen. Und mit dem ist dann auch der Kirchenladen gekommen. Und dann hat sich sofort ausgeweitet auf Kundschaft, die privat bei uns auch gekauft. Und auch Wiederverkäufer, die Kirchen kaufen. Das ist schon ein grosser Schritt. Und nachher ist noch die Einführung vom Shop, Online-Shop gekommen. Dort haben wir uns natürlich auch viel Gedanken gemacht, wie soll man den gestalten. Und der hat jetzt natürlich Erfolg, weil da ist ja den Gesamtschweizerisch, vorher ist es regional gewesen. Ist ganz eigenartig, wie früher die Kerzenfabriken, die es hat, regional geschaffen haben. Sie haben auch sich irgendwie wie geschützt. Die einen haben jetzt nicht unsere vier von den anderen irgendwie. Aber mit dem Shop ist es dann eben gesamtschweizerisches Interesse da. Ja. Sind die anderen Kerzenfabriken eingegangen? Oder einige nein, davon? Nein, es gibt in Ansiedeln zwei, die auch die Kirche bedienen. Und in Sursee gibt es Herzog, der auch die Kirche bedient. Ja. Nein, sie sind auch sehr engagiert. Ja. Mhm, ja. Das heißt, 280 Jahre lang hat man kirchliche Kerzen produziert. In einem sehr überschaubaren Maß, musste dafür nicht Werbung machen, weil klar war, die Nachfrage der Kirchen an Kerzen ist gleichbleibend. Mhm. Und dann habt ihr gemerkt, das führt nicht in die Zukunft, der Zweig ist zu klein. Mhm. Also ich denke, uns ist auch noch wichtig, dass man den Leuten können zeigen, wie man Kerzen macht. Also wir haben irgendwie beim Neubau darauf geachtet, dass man die Fabrikation anschauen kann. Oder wir haben auch ein öffentliches Kerzenzeichen, wo man selber Kerzen machen kann. Es ist wirklich darum gegangen, die Leute teilzuhalten an dem Handwerk und das weiter zu pflegen. Und weiter. Die öffentlichen Führungen also sind auch sehr beliebt. Und was wir dann auch immer einflüssen lassen, ist die Kirchenpflege. Die Kirchenpflege ist ja so wichtig. Und da staunen immer die Leute, da sollte man den Doktor mal zurückschneiden. Es gibt wie so ein paar grundlegende Tricks, die einfach machen, dass eine Kerze schöner brennt und durch da mehr Freude ausstrahlt. Ja. Was wären da die drei wichtigsten Tipps für die Kerzenpflege? Also was wichtig ist, dass es ja lebendiges Licht ist und darum sollte man es eigentlich nicht allein lassen. Also ideal ist, dass man im gleichen Raum ist und Kerzen so ein in dem Sinn begleitet beim Abbrennen. Dann ist es von Vorteil, wenn sie auf einer sicheren Unterlage steht, dass sie eine feuerfeste Unterlage hat. Und beim Docht ist es wichtig, dass wenn er zu lang ist, dass man den wieder mal kürzt, weil sonst kann eine Kerze russen und dann tut sie mehr russ. Und der Durchzug noch. Und der Durchzug ist sicher auch... Kein Durchzug im Raum, sonst flackert es. Das hat Kerze nicht gern, ja, wenn es Zugluft hat. Und durch da gibt es dann auch keine schöne Verbrennung und dann tut sie auch ein bisschen mehr russen. Und beim Löschen ist es von Vorteil, wenn man den Docht kurz ins flüssige Wachs hineintaucht und den Docht wieder aufstellt. Das tut dann, ist ja für die Kerzen am besten, weil dann ist der Docht gerade schon wieder tränkt mit Wachs und es tut nicht nachrussen. Und tut für auch weniger. Für den Menschen ist so für den Menschen ist in dem Sinn auch besser, weil es weniger nicht das Nachglühen vom Docht. Ich mache immer die Variante Finger mit Spucke befeuchten und zusammendrücken. Genau, ja, das ist sicher auch nicht schlecht. Also es ist sicher alles besser als wie ausblasen, weil dann tut man eigentlich wie das Glühen noch fördern und dann, das ist ja eigentlich nicht da, wo man will. Das denn, dort passiert eigentlich am meisten Feinstaubabgabe. Aber am besten wäre es, ich würde es ins Wachs tauchen. Mhm. Das nimmt man nicht. Genau. Und der Docht ist ja immer krümmt. Er steht nicht so. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass er immer eine leichte Krümmung hat. Und das ist bewusst so. Also das ist, er wird wie durch einen Faden, der kürzer ist, in die Krümmung gezwungen, damit er nachher
dass die Verbrennung stattfindet am heißesten Punkt und der ist nicht innen da von der Flamme, sondern am Flamme, an der Flamme Aussenseite. Und durch die Krümmung ist dann das gewährleistet, dass die Verbrennung dort am besten stattfindet. Was ich heute alles lerne in diesem Podcast. Jedem Podcast. Das auf alle Fälle, ja. Wie lagert man eine Kerze richtig? Es hat zuerst schon geheißen, ja, die aus Paraffin sind am längsten haltbar. Also Kerzen sind sicher nicht gern Wärme, also in der Heizung ist nicht der ideale Ort oder kommt Feuchtigkeit. Sie verformen gegenüber, ja. Weil sie ja bei 40 Grad ein bisschen weich wird oder so, dass man das tut der Kerze nicht gut. Und sonst ist es sicher gut, also vielleicht auch nicht, wenn es in einem zu feuchten Raum ist, also im Badzimmer vielleicht auch eher nicht. In einer Schublade? Ja. Im Abstellkammerl? Da ist das gut? Das passt, ja. Bin ich erleichtert. Kommen wir nochmal zurück auf die Veränderungen, die stattgefunden haben in der Kerzenmanufaktur. War das ein großer Schritt zu sagen, wir bauen jetzt mal ganz was Neues auf? Also Thomas, war das für dich klar, du investierst die da oder wärst du auch gern in alle Länder gezogen? So? Es ist für uns relativ klar gewesen, also man ist nicht so viel hinterfragt, aber es ist sicher so, dass es sich fest verändert hat. Früher war da eigentlich wirklich ein geschützter Rahmen auf dem Bleichenhaufen. Wir sind eigentlich nur mehr da gewesen und eigentlich wenige Laufkundschaft. Und jetzt mit dem Öffnen hat sich das sicher geändert. Da ist jetzt ein bisschen mehr Betrieb mit dem Kerzenzüchern und dem Laden, wo auch Leute vorbeischauen. Man ist dann vielleicht ein bisschen weniger allein, aber man hat endlich die Möglichkeit, um sich zurückzüchern oder so. Also von dem her ist es keine Frage gewesen. Und es ist ein Wunsch gewesen von uns, ja, dass wir da erneuern und erhalten auch. Das ist sicher auch das Thema. Wir sind jetzt die 9. Generation. Und da ist das sicher wie ein nötiger Schritt gewesen, um da ein bisschen weiterzukommen. Es ist uns auch relativ erleichtert worden, dass wir Boden hatten, geerbten Boden aus früherer Zeit. Vorher ist da das Bienenwachs noch bleicht worden auf dem Boden. Man hat es in die Sonne gelegt. Dadurch hat es relativ Bodenreserven gehabt. Und da hat uns schon erleichtert. Und auch haben wir dann lange gedacht, ja, Fabrik stellt man ins Industriegebiet. Aber dann haben wir gemerkt, nein, wir müssen da bleiben, da ist unser Platz. Und da hat sich so ausgezahlt. Jedes alte Räumchen tun wir nicht sehen. Also vielleicht trägt das ja auch ein bisschen zum Charme bei, dass ein alter Wachsschuppen jetzt die Schüne ist, wo man selber Kerzen züchtet. Oder da, wo wir jetzt sind, sind auch jahrelang immer Kerzen gezogen worden, also Kerzenzugmaschine ist da drin gewesen. Und vielleicht spürt man da noch ein bisschen vom Motor. Also die Wände haben noch ein bisschen Wachs dran oder dass da noch ein bisschen übrig bleibt von dem Geist in den Räumen. Ich bin ja Seelsorgerin in der Kirche und was du gerade gesagt hast mit dem, dass man die Türen öffnet und die Leute zuschauen lässt bei dem, was man macht, das hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, das gilt nicht nur bei einer Kerzenmanufaktur, das wäre auch für Kirche ganz wichtig, dass man die Türen aufmacht und Leute teilhaben lässt an dem, was man tut. Ja, da nehme ich die Leute auch dankbar entgegen. Da kommen wir schon dann auch rückmelden gegenüber, dass das schätzt. Ja. Weil Leute heutzutage natürlich auch kritisch sind und wissen wollen, woher kommt das Produkt, das ich dann im Endeffekt kaufe. Genau. Merkt ihr das, dass Menschen kritisch nachfragen? Und auch das sehr, ja. Es war für mich so eine Umstellung gewesen, von unseren befreundeten Kirchenkerzenkunden zu den Online-Kunden. Das ist so viel fordernder und ungeduldiger. Und also da habe ich zuerst recht Mühe gehabt. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Und merke auch, wenn man freundlich ist, kommt irgendwo auch wieder eine Freundlichkeit zurück, auch online so. Aber es ist eine Umstellung gewesen, ja. Von dir, Elsa, gibt es ganz ein schönes Foto auf der Webseite, wo du nur an der Schreibmaschine sitzt. Wie alt ist dieses Foto? Also eben, ich bin ja schon so lange da. Ich bin seit 1955 in die Lehre hier gekommen und bin schon, das ist sehr alt. Ist aus den 60er Jahren vermutlich. Ja. Also da hat sich wahnsinnig viel getan vom
Tippen von Briefen. Ja, die Umstellung auf andere Schreibmaschine. Ich weiß noch, und ich musste auf die elektrische. Zuerst habe ich fast geprägt, so schwer ist mir das gefallen. Oder dann noch wieder die Rechnungsautomaten sind so ein Unikum zum Tippen. Aber es ist bewundernswert, wie sie diese Schritte immer mitgemacht hat. Danke schön, ich kann immer gerne rufen, wenn etwas klemmt. Ja. Aber ich staune auch, du likest oft etwas vom Vatergrad-Podcast auf Instagram. Also, bis hin zu Social Media hast du alles mitgemacht. Instagram ist mir sehr lieb. Ich habe auch einen Chat mit den Enkeln. Und das ist so schön, wenn sie mir Bilder schicken. Ja. Als du den Betrieb übernommen hast, in welchem Jahr war das? Wir haben gemeinsam eigentlich übernommen, 1995, als mein Mann gestorben ist. Mhm. Er war bis zuletzt auch verhaftet in der Firma, total immer. Aber Cyril war schon eingearbeitet, der älteste Sohn. Also man muss sich sagen, wir sind drei Brüder und schlussendlich haben alle drei den Weg wieder zurück in Familienbetrieb gefunden. Also, aber jeder hat zuerst seinen eigenen Weg auch ein bisschen gehen können. Also ich habe Grafik können studieren und ausleben und mein einer Bruder war Germanistikstudent und der Cyril war einmal Lehrer gewesen. Also recht unterschiedliche Sachen, aber gleich haben alle dann wieder den Weg zurückgefunden in den Familienbetrieb und schlussendlich vielleicht auch ein bisschen das Wissen, das man anderweitig erlebt oder erfahren hat, wieder auch zurückgebracht. Und das ist sicher. Und das ist jetzt sicher auch eine Kraft von unserem Betrieb, dass sie so alle austauschen, ihre Gedanken. Jeder hat wieder ein anderes Umfeld und alles wird dann miteinander austauscht und ist schön. Gibt es da auch Reibereien oder Diskussionen, heftige, wann die Brüder und die Mutter sich nicht einig sind, wie man den Familienbetrieb weiterführen soll? Also da sind wir schon froh um unsere Mutter, die immer ein bisschen schaut, dass da gewisse Harmonie herrscht. Da hat sie sicher das und das strahlt sie auch aus. Und dort fangen wir, also es gibt sicher Momente, das ist bei Brüdern ganz normal, glaube ich. Und also zusätzlich halt bei Brüdern fast noch, sagt man sich erinnern noch mal, was man denkt, als jetzt mit Geschäftskollegen sonst. Das ist ein bisschen die Herausforderung. Aber, und sicher auch, dass man dann gleich auch privat nicht nur vom Geschäft redet, sondern auch andere Themen findet, ist sicher auch ein bisschen eine Herausforderung, dass man sich auch mal zu anderen Anlässen trifft oder etwas man unternimmt und nicht immer noch das Thema Kerze und Wachs im Kopf hat. Dass ein Familienessen nicht zu einer Geschäftssitzung mutiert. Genau, ja. Stelle ich mir noch schwer vor. Also jetzt kommen die Enkel dazu. Und sie haben eigentlich noch recht Distanz zu unseren Problemen und gehen ihre eigenen Wege jetzt. Aber sie sind auch verbunden mit dem Bleichenhof. Also so ein bisschen Zechen haben sie gleich auch schon drin. Also sie haben alle schon da auch schon geschafft. Also mein Sohn hat mich können unterstützen beim Webshop. Oder die Tochter von meinem Bruder hat auch schon da geschafft. Aber es ist sicher die Idee, dass sie ihren Weg zuerst mal können gehen, wie sie dafür richtig halten. Verbunden mit der Hoffnung, dass sie vielleicht schon mal zurückkommen, genau. Oder? Und das die Hoffnung weiterführen. Ist sicher da, aber da die darf man, glaube ich, nicht zu fest in den Vordergrund stellen. Licht und Feuer, das wir auch immer wieder im Hintergrund hören, wenn das Holz knackt. Ja, ich schaue auch noch ein Schild in der Tür. Damit das Feuer nicht ausgeht. Ein Professor an der Uni hat zu mir immer gesagt, das Feuer will betreut sein. Da hat er sicher wahre Worte. Also hier wird im Hintergrund gerade ein neues Holzscheit eingelegt ins Feuer. Wunderbar. Feuer, Licht kann wunderschön sein, aber eben auch gefährlich. Wir hatten es schon von der feuerfesten Unterlage, die jede Kerze braucht. Das Spiel mit dem Feuer, dieses Sprichwort deutet es ja auch schon an, wie gefährlich es sein kann. In der Kerzenmanufaktur Hongler hat es auch schon mehrmals gebrannt. Wart ihr selber da dabei oder war das in früheren Zeiten? Nein, das war in dem Gebäude noch im alten Fabrikationsbetrieb. Dort war ich betroffen, auch, weil mein Mann wollte löschen und ist umgefallen und ist in die Flammen hineingefallen. Er hat dann Brandwunden davon getragen, an den Händen, aber hat eine Weile gebraucht, bis es geheilt hat.
sind recht betroffen gewesen. Und jetzt, der Neubau, der hat ja eine Alarmanlage, also da kommt augenblicklich jemand her, wenn es brennt. Das Thema hat uns schon begleitet, auch schon als Kind. Wir haben früher eine Alarmanlage gehabt, die haben wir mal als Bubenstreich abgelassen, aber die ist zum Glück dort mal noch nicht verbunden gewesen mit der Feuerwehr, dann hat es zum Glück keine Folgen gehabt. Und ich habe nur ein, also ich bin noch ein kleines Kind gewesen, das so einmal gebrannt hat. Ich bin gar krank gewesen an dem Tag und im Bett und habe gar nicht können schauen, wie es aussieht. Aber es war, glaube ich, ein kleinerer Brand gewesen, zum Glück. Was kann man tun, damit es mit den Kerzen zu keinem Missgeschick kommt? Die feuerfeste Unterlage haben wir schon gehört. Gibt es sonst noch etwas? Was kann man tun, damit die Christbaumkerzen nicht den Christbaum anzünden? Also nicht zu nahe aneinander, das ist noch wichtig. Das ist immer wichtig, dass man Kerzen nicht zu nahe aneinander stellt, weil die gehen dann aneinander Wärme ab und den Christbaum auch, dass man es gut platziert und nicht gerade Flammen dann irgendetwas kann entzünden, wo in der Nähe ist. Und dass man halt auch nicht allein lässt und auf die Terrasse geht anstoßen, sondern beobachtet. Und im Idealfall hat man vielleicht auch eine Feuerdecke in der Nähe, falls jetzt wirklich etwas passieren würde, dass man es gut löschen kann. Mhm. In Bioläden sehe immer mehr Kerzen aus Rapswachs oder aus Olivenöl. Und auch ihr verkauft zum Beispiel Kerzen aus Raps-Kokoswachs in Weggläsern. Ist das ein kurzfristiger Trend und ihr macht es damit, weil man das halt jetzt so macht? Oder werdet ihr in Zukunft immer mehr darauf setzen? Also ich denke, es ist nicht kurzfristig. Es kommt von den Verbrauchern her. Sie möchten möglichst natürliche Wachs. Es ist eine Suche nach Lösungen. Und da wird man weiter dran arbeiten. Das denke ich fest, ja. Es ist vielleicht für uns als 300-jährige Firma vielleicht nicht so einfach, die Pfad zu verlassen oder weiterzugehen. Aber wir geben uns gleich Mühe, also dran zu bleiben. Und wir müssen alle ein bisschen dazulernen oder ausprobieren auch. Ein Kunde hätte mal eine Taufkerze aus Olivenwachs, was ja ein schöner Gedanke ist. Aber dort haben wir müssen abraten, weil Olivenwachs nach 2 bis 3 Jahren nicht mehr so gut brennt, also nicht so lange haltbar ist wie Paraffinkerze. Und gerade bei einer Taufkerze ist es von der Symbolik her ja noch wichtig, dass sie einem ein bisschen durchs Leben begleitet und Geburtstage wieder früher geholt werden oder Kommunion. So lernen wir immer ein bisschen dazu, für was sich ein Wachs eignet. Das Olivenwachs zum Beispiel brennt auch anders ab. Es tut ein bisschen ein Gitter bilden am oberen Rand. Und das ist schlussendlich die Geschmackssache, ob man das schön findet. Es macht dann jede Kerze zu einem Unikat, also ein Einzelstück. Aber es kann vielleicht einmal eine von 100 dann auch kein Gitter bilden. Also dann ist es vielleicht wieder eine Enttäuschung da, weil jetzt die gar kein Gitter bildet. Und so denken wir alle ein bisschen, sich antasten an die neuen Rohstoffe. Paraffin wird ja bei der Erdölgewinnung als Abfallprodukt dazu gewonnen. Was ist das Problem daran? Also das Problem ist eigentlich, ja, wir finden grundsätzlich, es ist kein Problem am Paraffin, weil es ist ja wirklich Recycling sozusagen von dem, was übrig bleibt, wenn man aus Erdöl Benzin macht, bleibt der Paraffin-Gatsch übrig sozusagen als Überbleibsel und aus dem wird dann das Paraffin hergestellt. Es ist halt ein fossiler Rohstoff, von dem her begrenzt verfügbar. Von dem her, und es ist sicher das Problematische an dem Rohstoff. Und man weiß auch nicht, wie es weitergeht. Wenn jetzt die E-Autos zum Beispiel so einen Durchbruch haben, was passiert mit dem Benzin? Wie viel gibt es da weniger Paraffin? Oder da müssen wir uns vorzu ein bisschen an die Thematik antasten. Aber bei guter Betreuung der Kerze hat es keine grossen Nachteile. Ja. Also Wachshersteller haben schon Testungen gemacht und verschiedene Rohstoffe getestet, wie viel Feinstaub sie abgeben bei der Verbrennung und haben eigentlich alle mehr oder weniger gleich abgeschnitten. Es ist jetzt nicht so, dass ein Raps-Kokoswachs weniger Feinstaub abgibt. Und ich glaube, die Raffinerien haben ja extrem auch Fortschritte gemacht mit dem Ölkalb vom Paraffin. Da hat man früher viel höheren Ölkalb als heute. Also ein Thema, wo ihr dranbleibt, versucht, Lösungen zu finden. Mhm.
einerseits Möhren, aber auch die Leute, die Kerzen anzünden. Wenn zum Beispiel ein Raps-Teelicht gelöscht wird, tut sich die Oberfläche ein bisschen anders verhalten. Es gibt dann wie so kleine Krusten. Und vielleicht findet man das unschön oder ist sich nicht gewohnt. Und so denke ich, müssen sich auch neue Gewohnheiten dem Bild, dass man sich man weiß, dass das so reagiert. Wie ist aktuell das Verhältnis von Paraffinkerzen und neuen Kerzenwachsprodukten, die ihr verkauft? Also einen grossen Stellenwert hat Bienenwachs. Bienenwachskerzen verkaufen wir wirklich sehr viel. Aber es ist, glaube ich, noch etwa 2% im Vergleich zu etwa 85% Paraffin. Also es ist halt eine Frage vom Rohstoff selber. Bienenwachs ist ein kostbarer Rohstoff. Ein Bienenvolk tut ja etwa 50 bis 80 Kilo Honig machen, aber nur 800 Gramm Bienenwachs im Jahr. Und das ist eine ganz kleine Menge. Woher bekommt ihr euer Bienenwachs? Also da arbeiten wir schon viele Jahre mit dem gleichen Blender in Deutschland zusammen. Aber wenn du ihn fragst, woher haben sie das Bienenwachs, dann sagt er, da wechselt einfach nach Angebot und Markt. Und das sind dann Länder im Ausland natürlich alles. Und Bienenwachs ist auch ganz verschieden in den Ursprungsländern. Du hast, glaube ich, Muster noch zu zeigen. Die einen sind dunkel, Farbigkeit, die anderen hell. Und Flora rundherum wechseln die Farbe. Die Firma hat jetzt eine riesige Erfahrung und mischt dann auch die verschiedenen Projekte. Ja, weil Schweizer Imker und Imkerinnen können gar nicht so viel Bienenwachs produzieren. Das brauche ich jetzt für die Zwischenwände, für die Wabe, tun sie alles wieder einsetzen. Ja. Nein, ist keine Herkunft. Ja. Von dem her ist die Frage, wie nachhaltig ist Bienenwachs, wenn man es aus afrikanischen Ländern zukaufen muss, oder? Genau. Also der Transportweg ist sicher das Thema. Ja. Rapswachs, woher kommt das? Da kommt aus europäischen Ländern da, ja. Raps. Dort sind wir auch mit einem Schweizer Hersteller in Kontakt, aber es ist noch nicht aus der Schweiz, das, was man jetzt verwendet. Kokos nehme ich auch nicht, Oliven auch nicht. Oliven kommt aus Italien. Ja. Das ist eigentlich auch ein sehr nachhaltiges Wachs im Verhältnis, weil es aus einer zweiten Pressung von der Oliven entsteht. Und mit Italien hat auch kurze Transportwege zurückgelegt. Wird sie die Kerzenproduktion, wenn wir es in die nächsten 300 Jahre schauen oder vielleicht in die nächsten 30 Jahre, verändern? Wenn ja, wie? Also ich schaue gerne Film und habe mal alle Science-Fiction-Filme. Schaue ich einmal immer, ob noch Kerzen vorkommen. Und erstaunlicherweise kommen wirklich Kerzen noch vor. Also Bekannte wie Blade Runner oder Dune werden Kerzen noch angezündet. Und da gibt man in dem Sinne die Hoffnung, dass das so etwas Archaisches ist oder so etwas, wo Menschen sich dann auch sehnen, dass das noch weiter gedreht wird. Vielleicht in einer anderen Form, aber dass es irgendwie noch weiter besteht. Mögen die Science-Fiction-Filme recht behalten. Genau. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es mega interessant, habe vieles dabei gelernt. Unter anderem werde ich jetzt meine Kerze den Docht immer ins Wachs eintunken und nicht auspusten, um die Feinstaubbelastung so gering wie möglich zu halten. Ich habe gelernt, dass es mit den alternativen Wachsen gar nicht so einfach ist, da wirklich was zu finden, was tatsächlich nachhaltig ist und nicht nur auf den ersten Blick nachhaltig wirkt. Und ich habe spannende Einblicke in einen Familienbetrieb bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke euch fürs Zuhören und dabei sein. Wenn ihr wissen wollt, wie eine Kerze entsteht, dann schaut doch, wie schon angetönt, auf Instagram und auf TikTok vorbei. Dort zeigen wir euch ein paar Einblicke in die Kerzenproduktion. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn doch in der Podcast-App eurer Wahl oder empfehlt den Podcast weiter. Habt ihr Kritik oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns an feedback@fadegrad-podcast.ch. Ich wünsche euch einen schönen Advent. Macht es gut, eure Ines. Fadegrad.